Tiefe Trauer. Robin Williams Kinder müssen den Verlust ihres geliebten Vaters in aller Öffentlichkeit bewältigen und Millionen fühlen mit. Doch da Zelda twittert: Ohne ihn wird die ganze Welt für immer etwas dunkler, farbloser und weniger von Lachen erfüllt sein. Wir müssen jetzt einfach doppelt so stark daran arbeiten, das wieder aufzufüllen. Robins Kinder beweisen mit den öffentlichen Statements viel Kraft. Und diese geben sie ihrem Vater schon, als der mit Drogen und Alkoholsucht zu kämpfen hat. My kids are extraordinary. Did they go through rough times? Yeah, but you come out the other side and go, God, they're so amazing. I'm so blessed and so grateful. 20 Jahre lang ist Robin clean, doch erst im Juli der erneute Absturz. Rechnet seine Familie da schon mit dem schlimmen Ende? Deshalb die schnellen Statements? Die Expertin erklärt. Es ist eben auch die psychologische Tatsache, dass es so viele Suizide gibt, weil man es eben nicht verhindern kann. Ich glaube, dass das einfach der Umgang mit den Medien ist, den diese Familie natürlich kennt und gelernt hat. Medienprofis hin oder her, auch wenn Robins Familie die Öffentlichkeit an der Trauer teilhaben lässt, bewältigen muss sie sie am Ende trotzdem ganz allein. Ist die Bachelorette schon verliebt? Der Kampf um Annas Herz geht in die heiße Phase. Jetzt kommen auch bei den Jungs echte Gefühle ins Spiel. Doch wie sehen die bei Anna aus? Ihre ehemalige Schauspiellehrerin weiß ganz genau, wie die verliebte Anna drauf ist. Ja, dann ist sie einfach Bauch voller Schmetterlinge, wenn sie verliebt ist, und glücklich, glücklichst. Da ist genauso tief alles in ihrer Seele, wie wenn sie eine Rolle übernimmt und sich in die Rolle einarbeitet. Und wenn was auseinandergeht, dann ist das himmelhoch jauchzend auch ganz schnell ein sehr tiefes zu Tode betrübt. Bei wem Anna wohl die meisten Schmetterlinge im Bauch hat? Noch liefern sich Thomas, Andreas, Tim und der schüchterne Marvin nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz großes Flirt-Chaos also. Bleibt nur zu hoffen, dass die echten Gefühle da nicht auf der Strecke bleiben. Nikki Hilton sagt ja. Die hübsche Hotelerbin ist jetzt verlobt und schwebt mit ihrem James auf Wolke 7. Weniger Liebesglück hat dagegen ihre Schwester. Paris liebt die Öffentlichkeit und heiße Flirts. Platz für einen Ehemann? Trotz mehrerer Anläufe bisher Fehlanzeige. Nikki ist halt bodenständiger und hat ihrer großen Schwester in Sachen Liebe jetzt also einiges voraus. Vielleicht sollte sich Party Paris daran mal ein Beispiel nehmen. Dann klappt's bestimmt auch bald bei ihr mit den Männern. Bastelstunde mit Fiona Erdmann? Ja, denn das Model ist unter die Tätowierer gegangen. Aber nicht mit Nadel und Tinte, sondern mit Schablone, Schere und Wasser. Einmal aufgetragen, fertig ist Fionas Henna-Look. Ich finde es einfach schön, wenn man am Ende sagen kann, ich hab's selbst gemacht und nicht noch der und der und der und der und der und der noch mit. Jetzt ist Fiona also auch noch Henna-Designerin. Eine echte Powerfrau eben.